Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der von den Toten auferstanden ist, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Schöntal TV, herzlich willkommen zum Gottesdienst am 6. Sonntag der Osterzeit. Freue mich, dass Sie sich entschieden haben, diesen Gottesdienst zu schauen. Wir haben uns ja bei uns in der Seelsorgeeinheit entschieden, aufgrund der vielen Auflagen, dass wir bis einschließlich 7. Juni keine öffentlichen Gottesdienste feiern. Aber wir haben uns auch entschieden, weil wir Sie vermissen und Sie vielleicht auch uns vermissen, dass wir jetzt an den Sonn- und Feiertagen einen Gottesdienst über Schöntal TV senden wollen. Dieser Stelle herzlichen Dank jetzt schon an Schöntal TV, die das möglich machen. Musikalisch gestaltet wird heute Morgen unser Gottesdienst von Rita Sobizin, von Elvira Stahl, Paul Stahl und Paul Fluger, Caroline Bayer mit der Gitarre. Schön, dass ihr den musikalischen Part übernommen habt. Lektorendienst werden Rita Sobizin und Margret Lilia übernehmen. Und wir übertragen hier aus der Kilianskirche in Bieringen, wie Sie vielleicht schon erkannt haben. In den Texten, da merkt man und spürt man, Schwestern und Brüder, dass es mit großen Schritten auf Christi Himmelfahrt zugeht. Evangelium hören wir, wie Jesus seine Jünger auf seinen Abschied vorbereitet. Er wird nicht mehr körperlich anwesend sein, aber er lässt sie, er lässt uns nicht allein, er lässt uns einen Beistand, den Heiligen Geist zurück. Und er ist für uns gegenwärtig, immer wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, einmal im Wort Gottes, in den Geschichten, die wir von ihm hören und gleichzeitig auch, wenn wir Tod und Auferstehung in der Eucharistie miteinander feiern, auch wenn wir geistliche Kommunion halten. Christus hat uns versprochen, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen und da vertrauen wir drauf. Und so grüßen wir ihn, den Auferstandenen in unserer Mitte und bitten ihn um sein Erbarmen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme alles von uns, was uns trennt voneinander und von ihm, und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Allmächtiger Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die Auferstehung unseres Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen 50 Tagen feiern, unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater. Ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder in der Kirche, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Schöntal TV, wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen in dieser Zeit der Corona-Epidemie, die doch jetzt schon über so viele Wochen anhält? Es gibt sicher Tage, da geht's uns gut, da bekommen wir es ganz gut hin. Und dann gibt es auch wieder die anderen Tage, die uns verzweifeln lassen, wo wir Kraft suchen, Trost und Zuversicht. Denk zum Beispiel an Menschen, die alleine leben, die niemanden haben, der mit ihnen spricht, keine Sozialkontakte. Denk an Menschen, die vielleicht ins Krankenhaus müssen und keinen Besuch empfangen können. Denk an unsere Erstkommunionkinder, die sich wochenlang vorbereitet haben auf ihre Erstkommunion und dann kommt Corona und eine Feier ist nicht möglich. Wenn ihr zuschaut mit euren Familien, dann möchte ich euch ganz besonders herzliche Grüße senden. Und sobald es möglich ist, werden wir miteinander feiern. Da werden wir schön miteinander feiern. Zeiten, in denen es uns nicht gut geht, die gehören zu unserem Leben. Nicht nur durch Corona. Zeiten, in denen es uns nicht gut geht, die gehören zu unserem Leben. Das war schon immer so. Das ist auch so, wenn wir miteinander in die Heilige Schrift schauen. Heute im Evangelium zum Beispiel. Kann sich vorstellen, wie die Jüngerinnen und Jünger sich gefühlt haben, nachdem Jesus sie darauf vorbereitet, dass er sie verlassen wird. Wird das Gefühl auch der Verlassenheit und des Alleinseins gegeben haben. Aber Jesus macht Mut. Jesus macht Mut und er sagt, ich bin bei euch, auch wenn ihr mich nicht mehr sehen und erfahren könnt. Ich hinterlasse euch einen Geist der Wahrheit und einen Geist der Freiheit. Einen Geist, der euch Mut macht und der euch Kraft geben will. Diesen Geist, den haben wir alle empfangen bei unserer Taufe und bei der Firmung. Und dieser Geist, der wird uns Kraft geben, auch jetzt in dieser Zeit. Da dürfen wir drauf vertrauen. Gottesdienst zu feiern, das will immer Freude schenken, wird immer Mut und Kraft geben. So freue ich mich, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, Gottesdienste per Schöntal TV zu Ihnen zu übertragen. Und ich wünsche mir, dass Sie sich stärken durch diesen Gottesdienst.
Schwestern und Brüder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kennen Sie das Spiel? Ich sehe was, was du nicht siehst. Die Älteren kennen es sicher. Ich weiß nicht, ob es die jugendlichen Kinder in der heutigen Zeit auch noch miteinander spielen. Letztendlich geht es darum, mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Vielleicht auch mal Dinge zu entdecken, die vorher nicht da waren oder die man nicht so bewusst wahrgenommen hat, die man nicht gesehen hat. Und ich glaube, diese Corona-Zeit, die kann uns auch etwas Positives geben. Die kann uns auch lehren und lernen, vielleicht mal ein bisschen genau hinzuschauen und vielleicht auch mal Dinge wahrzunehmen, die man vorher nicht so gesehen hat. Denk zum Beispiel, wenn man einen Anruf bekommt von einem lieben Menschen, telefonieren tagtäglich, aber jetzt in dieser Zeit hat es nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Ich denke dran, wenn uns vielleicht die Nachbarin oder der Nachbar Hilfe anbietet, uns einkaufen geht und so weiter, dann schätzen wir diese Hilfe und diese Liebe, die uns dadurch zuteil wird, noch einmal ganz anders. Wenn wir jetzt rausgehen in dieser Zeit im Frühling und merken und spüren, dass die Natur sich nicht zurückschrecken lässt und sich nicht halten lässt, dass draußen alles blüht, dass es wunderschön ist, das Wetter entsprechend ist, dann entdeckt man vielleicht auch Sachen, die wir vorher nicht gesehen haben. Und vielleicht lohnt es sich dann zu spielen, ich sehe was, was du nicht siehst, und einander aufmerksam machen auf das, was wir entdeckt haben, auf das, was uns Freude bereiten will. Wir als Christinnen und Christen, wir als österliche Menschen, wir sollten dieses Spiel auch spielen und sollten darauf hinweisen, was uns ausmacht. Dass es uns ausmacht, dass wir aus der Hoffnung leben, dass Jesus bei uns ist. Und dass wir die Perspektive haben, dass wir an Ostern gefeiert haben, dass der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn eines neuen Lebens ist. Dass wir alle beschenkt sind mit einem neuen Leben auf Gott. Das können wir Christinnen und Christen auf jeden Fall auch sehen. Wir sehen auch was, was andere vielleicht nicht sehen können. Texte des heutigen Sonntags, die machen auch deutlich, dass wir als Christen einen Auftrag haben. Dass wir Mut machen sollen, dass wir Hoffnung machen sollen, dass wir die Liebe miteinander leben sollen. Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet. Das Gebot von Jesus, das ist die Liebe. Und das merken und spüren wir selber alle. Wenn wir liebevoll und gut miteinander umgehen, dann kann unser Leben gelingen. Und gerade in diesen Tagen, Schwestern und Brüder, tut uns die Liebe ganz besonders gut. Ja, zu einem der kommenden Zeit vielleicht einmal, ich sehe was, was du nicht siehst, zu spielen miteinander. Und ich lade sie ein, dass sie sich vielleicht dadurch Mut machen. Gerade denen, die gerade vielleicht nicht so gut sehen können, die es gerade brauchen. Wir vertrauen darauf, dass Christus uns den Heiligen Geist hinterlassen hat und dass wir ihm begegnen können im Wort Gottes und in der Eucharistiefeier. Und ich wünsche uns, dass uns das auch Kraft und Mut geben kann, gerade an diesen Tagen, wenn es uns vielleicht nicht so gut geht. Amen. Das Glaubensbekenntnis wird gesungen. Ich lade Sie ein, die Herzen mitzusingen. Amen.
Und denken besonders an die Toten.
Terroristen beim Anschlag auf die Geburtsklinik in Kabul. Du sendest deinen Geist des Trostes und der Zuversicht allen, die dich darum bitten. Darum danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und singen mit den Chören der Engel das Lob.
deiner Herrlichkeit. Barmherziger Gott, vollende deine Kirche im Glauben und in der Liebe.
unseren Papst Franziskus und unseren Bischof Gerhard, alle Bischöfe, Priester und Diakone und das ganze Volk, das du dir erworben hast. Öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das rechte Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen. Hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind. Aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst, lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und den Märtyrern, unseren Kirchenpatronen und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, ein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb dürfen wir voll Vertrauen miteinander und füreinander beten, wie Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in diesen Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat nach seiner Auferstehung seinen Jüngern den Frieden gewünscht. Deshalb beten wir, Herr Jesus Christus, stand auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Friede sei mit euch. Thank you.
Seht, Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin dir würdig. Gottesdienst und dass wir Hoffnung haben. In der Lesung haben wir gehört,
von der Hoffnung, von der wir künden sollen und die wir uns immer wieder gegenseitig machen sollen. Wünsche uns, dass uns das gelingt. Und falls es dem einen oder anderen mal nicht gelingt, dann denken sie dran, ich sehe was, was du nicht siehst. Und dann machen wir uns gegenseitig Mut und schöpfen wieder neue Kraft. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir den Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt aus der Kirche in Aschhausen übertragen. Herzliche Einladung, mit dabei zu sein. Wir werden diesen Gottesdienst ökumenisch feiern, Renate Schönemann und ich. Und wir freuen uns beide schon sehr den Gottesdienst und wir freuen uns dann mit Ihnen gemeinsam zu feiern, Sie dann zu Hause am Bildschirm. Herzliche Einladung, Christi Himmelfahrtsgottesdienst. Bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott, du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen die Welt anvertraut und willst, dass wir ihre Kräfte nützen. Dem Reichtum deiner Liebe schenkst du uns die Früchte der Erde, den Ertrag aus Garten und Acker, Weinberg und Wald, damit wir mit frohem und dankbarem Herzen dir dienen. Erhöre unser Gebet. Halte Ungewitter und Tage, Überschwemmung und Dürre, Frost und alles, was uns Schaden macht, von uns fern. Schenke uns alles, was wir zum Leben brauchen, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch und alle, die ihr im Herzen tragt, herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Geht hin in Frieden. Danke sei Gott im Herrn. Wir sind im Mai, Schwestern und Brüder. Da spielt Maria eine große und wichtige Rolle. Das wollen wir noch miteinander singen. Maria, meine Königin.